Am 31. Januar 1897 wurde in Hoyerswerda eine freiwillige Feuerwehr gegründet. 46 Mitglieder gehörten ihr an. Obwohl in einer Polizeiverordnung von 1873 geregelt war, dass alle männlichen Bewohner von 18 bis 40 Jahren zu einer Pflichtfeuerwehr gehörten, gab es damals schon engagierte Floriansjünger, die den Brandschutz offenbar sehr ernst nahmen. 1925 wurde die Wehr mit einem automobilen Löschzug ausgestattet. Immerhin 32.000 Goldmark kostete das Gerät. Mit der Gründung der Berufsfeuerwehr 1950 löste sich der damalige Löschzug fast auf, wurde aber ab 1959 wieder neu formiert. Bis heute ist die Wehr als freiwillige Feuerwehr Altstadt aktiv.